Hey Leute, kurzer Einschub. Mir ist nämlich eingefallen, wo ich die Weintraubenreben herkrieg. Es ist eigentlich ganz simpel. Nämlich hier. Handelst du noch mit was anderem? Ich kaufe Felle und Häute von den Jägern. Wenn du an sowas rankommst, kaufe ich dir die Sachen ab. So, der hat hier nämlich welche. Ich brauche zwei Stück. Und jetzt drehe ich ihm am besten noch meinen ganzen Scheiß an. Ja, der Schlüssel behalte ich doch besser noch, wie gesagt. Sonst noch was? Hier, Waffen. Ja. Starre Keule, Reiterbogen. Und noch ein bisschen Erz als Ausgleich. So. Ich hoffe, dass dieser Part nicht irgendwie laggen wird, weil ich muss nebenher gerade dieses 4 GB-Teil hochladen, das ja nicht gescheit konvertieren kann irgendwie und deshalb muss ich da 10 Stunden lang hochladen. Und wenn ich den jetzt abbrechen würde, dann wären die letzten paar Stunden umsonst gewesen. Den muss ich mal wieder die ganze Nacht durchlaufen lassen. Das regt so auf. Na, was soll's? Zum Glück ist mein PC nicht so laut. Nachts, vor allem. Also, ich renne jetzt kurz zur freien Mine, gebe Ballero sein Zeug ab, krieg seine Waffe. Verlass dich auf jemanden. Danke, dass ihr mir dazwischen quackt. Und. Naja, fail. Und dann. Warte. Hier habe ich keine Quests mehr, keine einzige. Ich muss für. Ja, die habe ich alle erledigt, außer dass ich noch zum Sumpflager muss, aber das ist erst in Kapitel 2. Also erst, wenn ich sowieso schon irgendwo bin. Hier habe ich alles fertig. Und hier fehlt auch nichts mehr. Das heißt, ich muss nur noch die Prüfung des Vertrauens machen. Das heißt, sobald ich Balorus Waffe geholt habe und Balorus sein Zeug gegeben habe, muss ich direkt zu. Laufe ich kurz zur alten Mine. Ich hoffe, dass ich das innerhalb von 10 Minuten alles hinkriege. Und dann höre ich dort auf. Und dann beim nächsten Part, also irgendwann, wenn ich wieder aufnehmen kann, wenn mein Speicher nicht so voll ist, werde ich dann in die alte Mine gehen und die Prüfung des Vertrauens abschließen. Und dann sind wir schon aufgenommen im alten Lager und sind schon fast in Kapitel 2. Voll gut. Ja, ihr denkt jetzt bestimmt, das Spiel dauert ewig, aber ab Kapitel 2 geht es dann eigentlich etwas schneller als Kapitel 1. Ich meine, wir haben ja jetzt schon alle normalen Quests abgeschlossen. Bis auf die Waffe hier, die ich jetzt mache. Und ja, dann haben wir eigentlich keine solche Quests mehr. Nur noch die Hauptquests. Und vielleicht finden wir irgendwann mal noch eine Nebenquest, aber ich glaube, es gibt keine mehr. Bin mir aber gerade nicht so sicher. Sehen wir ja dann. Auf jeden Fall renne ich jetzt gerade gemütlich zu Balero. Und gebe ihm sein Zeug und krieg dann die tolle Waffe. Wahrscheinlich noch besser als diese komische Stachelkeule, die ich habe. Oder wie die heißt. Nagelkeule. Stachelkeule. Ich guck lieber mal nach. Morgenstern. Ha. Nee. Blutfliegenstachel. Ja, fast. Da vorne ist Balero ja schon. Speichern wir doch schnell. Bevor wieder irgendwas schief geht, dann kann ich den ganzen Weg nochmal herrennen. Hi, Balero. So. Ich hab den ganzen Kram dabei. Jetzt machen wir den Deal mit der ultimativen Waffe, ja? Dann zeig doch erstmal her. Hier hast du. Ja, klasse. So, nun her mit dem Ding. Vergiss es. Was? Glaubst du echt, da kommt jetzt noch was? Ich meine, wer so dämlich ist, sich auf so einen Quatsch einzulassen, der hat auch nicht besser verdient. Wundert mich, dass du überhaupt noch lebst. Wenn du so leichtgläubig hier in der Gegend rumrennst, machst du es nicht mehr lange. Macht aber nichts. Jetzt haben wir Jungs wenigstens genügend Fressalien zum Feiern. Schönen Dank auch und vielleicht sehen wir uns ja nochmal. Boah. Alter. Hey Mann, was kannst du mit mir nicht machen? Was willst du denn noch? Verschwinde! Geh jemand anders auf die Nerven, sonst setzt was. Kapiert? Alter. Blöder Penner. Ich glaube, ich muss jetzt leider die Fresse polieren. Wir haben unseren Spaß gehabt. Jetzt zieh Leine, Mann. Ich glaube, du hast mich nicht verstanden. Na gut. Du willst es ja nicht anders. Ich hab dich gewarnt. Einmal und du bist tot. Hab ich den überhaupt irgendwie verletzt? Du hast bestimmt noch kein. Halt die Klappe. Ich glaube, ich habe ihn nicht mal wirklich berührt. Klasse. Also meine Fraps tanzen ja auch komisch rum. Sonst sind es immer 30, jetzt sind es gerade nur 20. Das heißt vermutlich leckt es doch ein bisschen. Ah, jetzt sind es wieder 30. Naja.
Hallo, kann ich nicht von hier oben mit dir reden? Doch. Ich glaube, ich muss jetzt leider die Fresse polieren. Wir haben unseren Spaß gehabt. Jetzt zieh Leine, Mann. Ich glaube, du hast mich nicht verstanden. Na gut. Vielleicht habe ich ja jetzt irgendwie eine Chance. Du willst es ja nicht anders. Ich hab dich gewarnt. Fick dich. Ja, ich kann ihn verletzen. Jetzt töte ich ihn. Oh, bleib unten. Nein, nein, nein. Okay. Ich glaube, ich kann ihn noch nicht wirklich verletzen oder besiegen. Oh, ich glaube, es werden noch über 10 Minuten diese Part. Also, wenn ich hier meine erste Rüstung habe und eine gescheite Waffe habe, dann bist du fällig, Baloro. Dann bist du richtig fällig. Ich mach dich noch kalt. Upsala. Oh Gott, ich habe gerade die Aktionstaste losgelassen. Glück gehabt, dass der nicht runtergesprungen ist. Hep. Mal gucken. Nein, die Waffe ist weg. Wo ist er denn? Da. Hätte ich mir gleich denken können, dass der Typ mich nur verarschen will. Egal, jetzt bin ich um eine Erfahrung reicher. Ja, oder ein paar Erfahrungspunkte. Wenigstens das haben wir dadurch erreicht. Nur wegen den dämlichen Weintraubenreben bin ich auch durchs ganze Minental hier gerannt. Hier. Durch ganze Kolonie. Minental, so sagen sie es, glaube ich, in Gothic 2. Wie viel haben wir uns denn in-game? 9:05 Uhr. Eine Stunde läuft schon. Jetzt sprinten wir doch noch schnell zur alten Mine. Dann können wir auch schon wieder aufhören. Und ein andermal weitermachen. Also, merken. Erinnert mich dran. Oder lasst. Sobald ich in der alten Mine fertig bin, nochmal zu Baloro gehen und ihn die Fresse polieren. Ich hoffe, ich vergesse es nicht. Ich meine, wäre auch nicht so schlimm, wenn ich es vergesse, aber ich will ihn einfach verpritschen und ihm sagen, so, mach das nie wieder. Ach ja, beinahe hätte ich es vergessen. Wir haben jetzt 10 Erfahrungspunkte. Wir haben schon Schleichen gelernt. Wir haben auch schon Schlösser öffnen gelernt. Und wir haben schon Einhänder auf Stufe 2. Wir haben auch schon genug Stärke und Geschick für die ganzen Sachen, die ich gerade angelegt habe. Ich habe sogar genug Stärke für eine noch stärkere Waffe. Ich meine, ich brauche hier nur 11. Ich hätte genug für 25. Ich hätte 25 Stärke gerade. Habe ich eigentlich irgendwie eine... Oh, ich habe gar kein Artefakt mehr. Nex Amulett habe ich abgegeben. Mordrax Ring habe ich abgegeben. Klasse. Na egal. Wenn ich jetzt diese Liste habe, kann ich sie entweder Diego geben und werde im alten Lager aufgenommen. Oder ich gebe sie Laris und werde im neuen Lager aufgenommen. Oder ich mache keins von beiden, gehe einfach ins Sumpflager und werde dort aufgenommen. Nein. Ja, ich muss jetzt noch kurz zu Seifer. Buster heißt er. Ja, Buster heißt er. Und dort lasse ich mir Akrobatik beibringen und sonst gibt es hier ja gar nichts mehr zu tun. Dann kann ich nämlich noch schneller.